Die Stadt Lauter-Bernsbach und die Firma Lautergold Paul Schubert GmbH suchen eine neue Vogelbergkönigin und locken mit einem großartigen Preis. Die neue Hoheit darf nicht nur die Stadt und das Erzgebirge repräsentieren, sondern erhält für ihre dreijährige Amtszeit auch ein Auto. Das wurde jetzt bei einem Pressetermin bekannt gegeben. Die Bewerberinnen müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Eine Grenze nach oben sei nicht festgelegt, sagt Bürgermeister Thomas Kunzmann. Schließlich sei die Wahl der Vogelbergkönigin kein Schönheitswettbewerb. Vielmehr gehe es um Ausstrahlung, Esprit und Heimatliebe. Diese Dinge kann auch eine Frau in den besten Jahren mitbringen, betont Kunzmann. Bis zum 24. Mai 2020 können sich potenzielle Königinnen bei der Stadtverwaltung mit einem kurzen Steckbrief und einem aktuellen Foto bewerben. Am 8. Juni ist der Vorausscheid in der Mehrzweckhalle Bernsbach geplant. Eine mindestens 10-köpfige Jury sucht unter allen Kandidatinnen dann die Finalisten aus.